Hallo liebe Zuschauer, heute stelle ich eine Aktion vor vom Rewe Supermarkt mit Plan for the Planet. Da ist es so, dass man zwischen 8 und 12 in den Supermarkt fahren soll mit dem Fahrrad und dafür wird für jeden Fahrradfahrer ein Baum gepflanzt. Ich habe mir hier mal die Übersicht ausgedruckt, was es in Berlin so für Supermärkte gibt und mache mich gleich mal auf den Weg. Ich bin jetzt mit der Rikscha bei der Friedrichstraße angekommen. Da seht ihr ganz klein das Rewe-Schild. Und hier gibt es gar keine Bäume. Das wäre doch mal eine Aktion. In der Friedrichstraße vor dem Rewe Bäume pflanzen. Friedrichstraße war leider ein Reinfall. Die machen gar nicht mit. Ich habe hier meine Liste. Guck mal, da habe ich jetzt schon zwei rote. Einer war auch zu. Zwei grüne. Und jetzt versuche ich es mal in der Schönhausallee in der Kulturfabrik. Kulturbrauerei heißt es, genau. Mal sehen, ob die mitmachen. Sag mal, Icke und er, Weltverbesserer. Hier ist leider die traurige Nachricht, dass dieser Rewe-Markt zumacht. Toll ist, dass sie noch bei der Fahrradaktion mitmachen. Also ist die Unterschriftensammlung eigentlich auch ein Beweis dafür, wie viele Leute hier herkommen. Vielleicht kann ja denn der Markt doch noch erhalten bleiben. Wäre ja toll. Teamverbesserer voran. So. Die Aktion war so mittelmäßig erfolgreich, also es gibt ein paar grüne Märkte, wo es geklappt hat, es gibt aber auch ein paar rote, wo gebaut wurde, wo überhaupt kein Supermarkt mehr war. Und von daher ist es vielleicht nicht ganz der beste Weg, um Plan for the Planet zu unterstützen. Ihr könnt zum Beispiel auch deren Schokolade kaufen, da, die kostet 1 Euro, glaube ich, und davon geht auch ein bisschen was an die Stiftung oder an die Organisation und dann werden noch mehr Bäume gepflanzt. Viel Spaß!